Servus, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, der Dennis. Heute ist die junge, liebe Inga bei mir. Wir kennen uns noch aus der Schule. Sie hatte mir mal bei Facebook geschrieben. Ihr ist nämlich was ganz Blödes oder Schlimmes vor allen Dingen passiert. Letztendlich ist Andrea, die junge Dame vom Laserstudio, zu mir gekommen und hat gesagt, du musst definitiv der Inga weiterhelfen. Sie hat sich was Mieses, Großes tätowieren lassen und das zutiefst bereut. Und Andrea hat sie jetzt behandelt oder schon, wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Zweieinhalb Jahre. Und wir reden hier von einem Tattoo von 30, 40 Zentimetern Größe. Sie hat die ganze Körperseite tätowiert. Du hast dir das von einem Gasttätowierer machen lassen, hier in Hannover. Mhm. Ich sage jetzt nicht, in welchem Studio. Und ja, das ist überhaupt nicht so geworden, wie sie sich das vorgestellt hat. Und das war der erste Schock. Ja. Und ja, dann bricht natürlich eine Welt zusammen, weil du dir überlegt hast, wie soll ich das wegkriegen? Ich bin total unzufrieden. Und hast dich dann wann dazu entschieden, überhaupt das zu lasern? Wann? Also eigentlich, nachdem ich dieses schreckliche Tattoo jeden Tag sehen musste, war eigentlich für mich ganz schnell klar, dass ich das wirklich weghaben möchte und bin sofort dann halt zu Andrea ins Studio gegangen. Aber du bist beim Tätowierer rausgegangen und hast dir sofort schon gedacht, das Ding ist gruselig, oder hat der dir erzählt, das wird noch schön, warte ab? Nee, also ich habe halt gesagt, dass es mir überhaupt nicht gefällt, nicht realistisch ist, so wie es abgesprochen war. Gab es eine Vorlage? War die gezeichnet oder war das eine Fotografie? Es war ein Foto, was ich gezeigt hatte aus dem Internet, wie es sein sollte. Hast du das originale Foto noch? Habe ich leider nicht. Okay, wir blenden jetzt aber übrigens einfach mal auch das Bildchen ein, wie es aussah, als es frisch war. Ja. Und ja, für dich war dann natürlich schnell klar, das Ding muss weg. Ja. Und du weißt ja selber, auch als Laie weiß man, dass so ein Tattoo nicht innerhalb von ein paar Sitzungen weggelasert ist, vor allen Dingen nicht in der Größe. Du hattest mir vorhin erzählt, du bist zu Andrea gegangen und in so Größenordnung kann man ja nicht jedes Mal pro Sitzung alles lasern, allein wegen dem Schmerz und auch wegen der Fläche. Genau. Das bedeutet, es war ja quasi doppelt so lange, weil du hattest eine Fläche, du konntest ja immer nur 30-50% pro Sitzung lasern. Ja, anfangs haben wir tatsächlich das Ganze versucht zu entfernen, genau, zu lasern. Aber ja, ich bin da sehr schnell an meine Grenzen gekommen. Es hat unglaublich wehgetan und ich musste die Sitzung teilweise dann abbrechen. Mhm. Und daraufhin haben wir entschieden, dass wir das stückeln. Ja. Also immer ein Teil den Monat, die nächsten zwei Monate dann die andere Hälfte. Und ja, du sagst, das ist jetzt 2,5 Jahre her. Ja. Ich habe also auf jeden Fall, wir haben ja jetzt ein Foto auch nochmal, wie das Ganze jetzt im Moment aussieht. Mhm. Wir zeigen das jetzt auch nochmal. Du hast natürlich einen Plan, du weißt, was du drüber haben willst. Ich habe ja auch gesagt, ich helfe dir weiter. Mhm. Wir müssen uns jetzt nur vollkommen den Kopf drüber zerbrechen und beziehungsweise einen Endplan machen, weil danach geht halt nicht mehr viel. Ja. Und ich finde schon prima, was Andrea da gezaubert hat, weil super viel passiert ist, weil wenn du die Steps so ansiehst, wie es vorher aussah, und es war ein Full-Color-Bild und was ihr jetzt draus gemacht habt, ist wirklich prima. Wie viele Sitzungen hast du in den letzten 2 Jahren jetzt gehabt? Ich bin mir nicht ganz sicher, es müssen zwischen 10 und 12, meine ich, gewesen sein. Und hat Andrea damals schon so ungefähr veranschlagt, dass es bis zu 10, 12, 15 Sitzungen werden können, oder? Ja, weil Farbtattoos zu entfernen sind deutlich schwieriger als schwarze. Ja, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Mhm. Und genau so ist es. Also wie man jetzt so den letzten Stand sieht, ist das Rot noch mehr da, sage ich mal, mehr zu sehen als alles andere. Genau das ist jetzt noch das Thema. Ich habe Inga drum gebeten, vielleicht noch mal 2-3 Mal zum Lasern zu gehen, um wenigstens die roten Stellen noch mehr beziehungsweise noch heller zu bekommen, damit wir dann das zaubern können, was ich mir vorstelle. Deswegen, wann wäre jetzt dein nächster Termin? Der nächste Termin ist Anfang März. Anfang März. Und wollt ihr dann alles lasern oder wollen wir das so mit dir abklären, dass wir dann nur die roten Stellen? Das würde ich dann jetzt erstmal nur die roten Stellen machen. Weil das andere, so wie es jetzt im Moment ist, kann ich extrem mit leben, kann ich gut mit arbeiten. Ich will noch mal auf das Thema mit dem Tätowierer. Wie stelle ich mir das vor, als du fertig warst, bist zum Spiegel gegangen und hast du dann sofort Enttäuschung? Oder? Ja, ich war schockiert. Konnte das gar nicht fassen. Das sieht wirklich aus wie ein Bild, was ein zweijähriges Kind gemalt hat. Ja, und ich bin da auch sehr enttäuscht, weil dieses
Tattoo hat für mich halt oder hätte für mich eine große Bedeutung gehabt. Mhm. Und ja, und das ist jetzt total nach hinten losgegangen. Ja, und macht mich halt traurig, weil ich es jeden Tag auch sehen muss. Ne? Was war die Bedeutung? Darf ich das wissen oder kann man das ja, wissen? Ja, in dem Jahr sind zwei Familienmitglieder innerhalb von 4 Wochen verstorben. Mhm. Und ich wollte halt, mein Hund hat mir Halt gegeben. Mhm. Und die war halt leider schon sehr alt, meine Lucy. Mhm. Und da wollte ich zur Lebzeit halt noch ein Tattoo für sie halt machen. Mhm. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das tut mir leid. Ich hoffe oder ich werde dir definitiv auch helfen und vielleicht dann auch so, dass du wirklich dann gute Erinnerungen daran hast. Das wäre schön, ja. Vielleicht, was ich so denke, ist, dass jetzt kommt wieder Dennis, aber das sollte vielleicht alles so sein, damit wir wieder zusammenfinden, ja, das weil stimmt. Komischerweise haben wir 4 oder 5 Jahre zusammen verbracht und zwar, ja, wie gesagt, wir waren Klassenkameraden, haben jetzt, würde ich sagen, 15, 20 Jahre nichts voneinander gehört und so führen die Wege wieder zusammen. Das Hätte ich dir damals gesagt, dass ich dich tätowieren werde, ne? Der kleine, dicke Dennis. Sie hat mich übrigens früher immer gehänselt und fertig gemacht, aber na gut, das ist eine andere Geschichte, ich werde dir alles heimzahlen. ja, also, ich habe schon ein bisschen gearbeitet, also was heißt gearbeitet? Ich habe einen Plan. Du hast mir Bilder zugeschickt, blenden wir jetzt ein. Inga möchte ganz gerne Kirschblüten mit Zweig und ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, willst du das in Farbe oder willst du es in Schwarz-Grau? Willst du es wie eine Schwarz-Grau-Fotografie oder soll es wirklich so sein, wie es auf dem Bild ja, ist? Ja, da muss ich jetzt mal auf dich vertrauen, was optisch besser aussehen würde. Es ist immer Geschmackssache, weil du kannst ja, finde ich jetzt, wenn ein Fotograf seine Arbeit macht und gut macht, dann kann er ja auch so einen Kirschblütenzweig in Schwarz-Grau fotografieren. Der sieht genauso schön aus als in Farbe. Ne? Ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Farbtyp, weil meine Hauptaufgabe oder wo ich mich drauf spezialisiert habe, ist halt realistic, aber in Black and Gray. Mhm. Aber ich kann das trotzdem und ich muss ehrlich gestehen und zugeben, ich finde das in Farbe besser als in Schwarz-Grau. Mhm. So wie es da auf dem Bild ist, finde ich es total schön. Mhm. Was ich dir jetzt erstmal erklären möchte, ist jetzt, du weißt halt, sie weiß wirklich von nichts. Sie hat mich vorhin schon 1000 Mal gefragt und was machen wir und so. Und ich habe gesagt, wir machen das alles vor der Kamera, weil ich will auch deine Reaktion. Und auch wenn dir was nicht passt oder irgendwie gefällt, wir arbeiten da dran. Okay. Mein Plan ist, dass wir das Bild, was sie mir gezeigt hat oder so in die Richtung, dass wir dir das aufbringen. Mhm. Und das Schöne ist, dass du bei dem Kirschblütenzweig auf diesem Bild, was du mir gezeigt hast, ich hatte auch noch ein paar andere Beispiele ausgesucht, ein Fokus. Mhm. Fokus kennt ihr alle zur Erklärung, wenn ihr mit eurem iPhone Porträtfotos schießt, dann ist der Hintergrund immer so schön verschwommen und vorne das Hauptbild immer so schön scharf. Das hat halt einfach einen geilen Effekt. Und ich habe mir gedacht, das könnte man theoretisch auch mit einem Tattoo umsetzen. Hat einfach auch dann genau diesen Effekt, dass das, was wir im Vordergrund setzen, gestochen scharf ist und Hintergrund alles verschwommen. Und so ist es auch auf dem Bild. Wir müssen das aber groß machen, sowieso, um das Ganze zu covern. Wir müssen aber unter anderem auch sowieso größer arbeiten, um genau diesen Effekt hinzukriegen, vorne scharf, hinten verschwommen. Ich habe das Ganze in Photoshop vorbereitet und ich habe dein Bild genommen, habe mir da so ein paar Blüten rausgesucht und habe das drüber gesetzt und habe das auch mal im Hintergrund so ein bisschen angepasst. Okay. Tata, so. Ui. So können wir das machen. Und zwar ist das das Originalfoto in Farbe. Und du siehst, bei dem originalen Foto hast du teilweise keinen schwarzen, sondern einen hellgrauen Hintergrund. Mhm. Siehst du? Und das, was du, diese hellen Punkte, was du hier alles siehst, das sind Blüten. Nur durch diesen Fokus ist das total verschwommen. Mhm. Und mit so einem Hintergrund kriegt man natürlich sowieso deine Stellen überdeckt. Mhm. Und was auch sehr gut ist, das erkläre ich dir jetzt, wenn man sowas mit solchen Blüten, die theoretisch total, die sind ja super hell, pink und weiß und haben überhaupt keine Linien. Das soll ja was Realistisches werden. Dann finde ich, oder ist auch so, du musst das dunkel hinterlegen. Umso mehr ist der Kontrast da und die Blüten knallen richtig. Wenn wir jetzt so helle Blüten auf die Haut einfach setzen, dann hast du null Kontrast, weil die würden irgendwann mit der Hautfarbe, würden die sich extrem ähneln und das ballert nicht so geil, als wenn wir einen dunklen Hintergrund machen. Wir machen das nicht mit Schwarz, sondern genauso, wie es auf der Originalvorlage ist, mit, sag ich mal,
Rotstich mit drin, mit einem Pinkstich, aber trotzdem mit einem Grau. Dadurch hast du das hinterlegt. Und jetzt kommt der geile Effekt, wenn wir die vorderen Blüten wirklich so gestochen scharf machen, wie es hier ist, und du machst hier solche Blüten im Hintergrund weich, dann hast du auch noch diesen übelsten Effekt hier zum Beispiel mit so einem scharfen Ast mit den Blättern. Das ist alles im Vordergrund. Und wenn du dann so hinguckst, das sieht, also ja, ich habe das auch mal so nach vorne gezogen. Wir können das machen, aber das muss dir jetzt auch bewusst sein. Es wird nicht so hart wie mit den Lasern, aber das ist nicht in ein oder zwei Sitzungen gemacht. Ja. Wir müssen uns das zu einem Projekt machen, aber umso schöner wird es einfach zum Schluss. Und das meine ich damit. Es bringt uns beiden nichts, wenn ich jetzt sage, ich mache das in zwei Sitzungen auf hastig, papp. Und dann, es muss jetzt hundertprozentig werden. Und ich finde, genau da sind wir beim Thema, wenn wir es so machen wie hier. Du hattest hier auf dieser Position überall das Rot. Ja. Ne? Da sagte ich ja, da kann ich mal mit einem Zweig oder so rüber, aber wir müssen halt jetzt geschickt machen. Vielleicht werde ich teilweise auch ein bisschen was zusammenbauen, ein bisschen was freihand aufmalen. Ich muss mich an dein altes Bild halten. Ich kann jetzt nicht eins nehmen und so überpausen. Ja. Könnte ich, aber ich fange an, ein bisschen anzupassen, weil da, wo vielleicht eine dunklere Stelle ist, gehe ich dann mit einem Ast oder einem Blatt drüber. Also da musst du mir teilweise voll und ganz vertrauen. Wir können auch noch mal hier und da eine andere Blüte raussuchen. Aber der Plan wäre, vorne scharf, hinten verschwommen, um diesen Fokus zu haben. Jetzt haben wir die die Möglichkeit, ein großes Bild zu tätowieren. Und da kommt das extrem genial rüber. Ja, das wäre mein Vorschlag. Ja, super. Ja? Ja. Ich hoffe, das sieht dann zum Schluss auch so aus. Das hoffe ich auch. Das wird's schon, aber das meine ich damit. Ich brauche halt Zeit, ne? Wie viele Sitzungen werden das ungefähr sein? Also, kann ich dir nicht sagen, genau da ist es. Es ist so groß, aber ich gehe davon aus, so von Minimum 4 Sitzungen, ne? Weil ich will dich auch nicht quälen. Also sprich, wir müssen nicht immer 3-4 Stunden tätowieren, weil dann bist du fix und fertig. Wir können das so machen, wir können es einfach machen, wir legen los, und wenn du nach 2 Stunden sagst, heute ist ein schlechter Tag, und das passiert auch jedem, jeder hat mal einen guten und einen schlechten Tag. Wenn du merkst, ey, jetzt reicht's, weil Körperseite ist auch Creme de la Creme vom Schmerz. Jeder, der was an der Rippe hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich die Königsdisziplin, und wenn sie so dort liegt und mir ausgeliefert ist und auf so einer Größe rühre ich ihr die ganze Zeit auf die Rippen rum, dann ist natürlich innerhalb nach 2-3 Stunden out of order. Deswegen meine ich, es soll ja auch nicht zum Krampf und Qual werden. Wir können das teilweise positionieren und immer so Stück für Stück machen und entstehen lassen. ich würde dir, wir haben ja gesagt, das ist heute der erste Teil von dem Projekt. Ich werde zum zweiten Teil das Ganze vorbereiten, aufpausen, nochmal besprechen, aufzeichnen und von mir aus an dem Tag dann auch schon was tätowieren. Aber du bist jetzt erstmal im März zum Lasern. Ja, dann können wir an dem Tag gar nicht, weil ich meine, Andrea hat mir gesagt, nach dem letzten Lasern ist, wie lange? Also 4 bis 6 Monate sollte ich warten. Dann dürfen wir erst tätowieren. Ja. Dadurch, dass sie dir aber die obere Hälfte lasert, die roten Blüten. Ja. Können wir unten trotzdem vielleicht schon was machen. Okay. Ja? Wir werden in einem zweiten Teil das Ganze durchzeichnen, aufbringen und auch schon was tätowieren. Und vielleicht, wenn wir das aufpausen, werdet ihr auch noch mal sehen, wo ich ein bisschen was zuzeichne, ein bisschen was verändere, alles in Verbindung mit dir. Aber der Plan ist, das Motiv komplett groß über die ganze Körperseite. Finde ich total schön. Und ich hoffe, dass du dann auch endlich zufrieden bist. Also ich bin mir meiner sicher und du wirst auch zufrieden sein, aber es ist ein gutes Stück Arbeit. Für mich ist es natürlich viel einfacher, einfach auf eine blanke Haut das Bild zu tätowieren. Jetzt habe ich natürlich noch eine große Herausforderung. Vielen herzlichen Dank, dass du dich trotz meiner Gemeinheiten, die ich dir in der Klasse immer angetan habe, wieder gemeldet hast. Denn ich war auch immer ein ziemlich mieses Kind und habe auch genauso wie vielleicht jeder andere Junge auch immer viel Scheiße gebaut und die Mädels immer geärgert. Ganz genau. Insgeheim war ich aber in dich verliebt. Ja. ich danke dir trotzdem jetzt wirklich, dass du das Vertrauen hast, dass du wirst ja auch recherchiert haben, und ich weiß nicht warum, aber du bist bei mir gelandet. Ja, ich habe recherchiert. Ja, okay. Ja. Und das ist schon mal eine Ehre für mich, und ich mache natürlich das Beste und gebe mein Bestes und werde dir wirklich was Schönes zaubern und dass du, wie ich schon sagte, eine schöne Erinnerung an deinen Hundi auch hast. Weil, kann ich auch noch mal sagen, ich habe auch schon mal
einen Hund verloren und ich weiß, wie sich das anfühlt. Es gibt nichts Schlimmeres und deswegen kann ich dich voll und ganz verstehen und mache das so, dass, wie gesagt, dass du damit nur schöne Erinnerungen verbinden wirst. Und nochmal eine kleine Botschaft, was ich vorhin schon sagte, immer recherchieren, immer genau gucken, wer euch tätowiert, vielleicht jemanden, der schon ein bisschen bekannt ist, wenn es ein Unbekannter ist. Es gibt auch so geile Tätowierer aus dem Ausland, die nicht so bekannt sind, super Arbeiten machen. Aber wie gesagt, recherchieren, gucken, fragen, andere Leute fragen. Und im Zeitalter vom Internet ist es doch das Einfachste, jemanden ausfindig zu machen. Du brauchst den Namen bei Google einzugeben und du siehst die Person. Ich bitte euch und würde euch auch ganz gerne mal fragen, aber das mache ich dann in den Kommentaren. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ein hässliches Tattoo habt und vor allen Dingen, wie es dazu gekommen ist und in welchen Situationen. Ich weiß, es gibt 1000 Cover-Up-Serien, aber es ist immer ganz interessant, wenn ihr auch eine traurige Geschichte habt und vielleicht ist da ja auch was dabei, dem ich mir dann annehme und komme dann auf euch zurück. Ich werde mir die Kommentare durchlesen. Schreibt rein, was ist euch passiert. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere schreckliche Tattoo, wo jemand sagt, damit kann ich keinen Tag mehr leben. Und vielleicht kann ich euch auch helfen. Also ich danke euch fürs Zuschauen, kommentiert, abonniert und ich freue mich, euch mit Inga die ganze Geschichte in Teil 2 näher zu bringen. Bis bald.